Willkommen in der Baker Street 221b. Mit Sherlock Holmes, The Devil's Daughter geht die Adventure-Reihe rund um den Meisterdetektiv schon bald in die achte Runde. Die Entwickler von Frogwares haben uns in der Redaktion besucht und uns die aktuelle Fassung des Spiels vorgeführt. I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Abgesehen von einigen kleineren Hängern macht das Spiel technisch bereits einen guten Eindruck. Erneut kommt die Unreal Engine 3 zum Einsatz, die grafisch jedoch deutlich mehr leistet als noch im Vorgänger. Die Einführung neuer Features wie das Physically Based Rendering haben die Entwickler zum Anlass genommen, den wichtigsten Figuren eine komplette Überarbeitung zu spendieren. Das Ergebnis seht ihr hier an den jünger wirkenden Holmes und Watson. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. Beim Gameplay bleibt The Devil's Daughter seinen Vorgängern treu. Gesprächspartner werden analysiert, Spuren untersucht, Experimente durchgeführt und am Ende die richtigen Schlussfolgerungen daraus gezogen. Mit behutsamen Neuerungen erweitern die Entwickler die Spurensuche sehr sinnvoll. Die Suche nach den richtigen Hinweisen wird nun auch mit Actionsequenzen aufgelockert. Hier steuern wir zum Beispiel den Straßenjungen Wiggins und müssen einen Verdächtigen verfolgen, ohne entdeckt zu werden. Neben den fünf spannenden Fällen findet sich Sherlock Holmes diesmal auch in einer Rahmenhandlung wieder, die für ihn eine persönliche und emotionale Herausforderung darstellt. Auf diese Weise sehen wir den sonst so pragmatischen Meisterdetektiv auch einmal von seiner menschlichen Seite. Das neue Abenteuer beginnt am 10. Juni 2016, wenn Sherlock Holmes The Devil's Daughter für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Can I offer you a cup of tea, Mr. Bouvier? Well, I... It is not as though we are disturbing... You know who. Are we? I suppose not. Since you are our new neighbor, it is perhaps better that you know what he's like. You're starting to worry me. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now this must stay between us. Of course, I understand. How very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. Oh, I am still here, you know. I didn't fall out of the window.